Ja, die Reinigungsmilch von Dr. Hauschka, ja, die kommt auch in so einem. Ja, ich weiß nicht, ob das. Ich habe das alles schon weggeworfen, ne? Das war alles leer und dann lasse ich es nicht rumstehen. Also, das habe ich dann schon längst entsorgt. Aber das hat halt auch hier so ein Pump. Ja, und dann kommt halt diese weiße Reinigungsmilch raus, die derbe geil duftet, ja. Aber ganz ehrlich, Leute, dann könnt ihr auch die Alverde Wildrose Reinigungsmilch kaufen. Die riecht zwar nicht so gut wie die von Dr. Hauschka, aber ich glaube, das ist genau der gleiche Effekt. Ne? Die Reinigungsmilch in dieser Probierpackung, ne, das ist jetzt nicht diese ganz große Packung, die hat 5,50 € gekostet. Also wer es mal ausprobieren will, eine Schachtel weniger kippen. Und dann kauft man sich halt dafür die Reinigungsmilch von Dr. Hauschka. Ja, okay. So, aber es ist noch nicht vorbei, ja. Ich habe noch ein paar Sachen. Und zwar, als ich am 14.12. in Karstadt an der Mönckebergstraße war in Hamburg, ja, habe ich mir nämlich auch eine Probiergröße von diesem Augentrost gekauft. Ja, das ist so eine kleine Ampulle, so eine Plastikampulle. Das tut man auf so ein Wattepad. Das Ganze, eine ganze Pulle drauf, ja, das ist so Wasser einfach mit Augentrost drin und mit schwarzem Tee-Extrakt und so. Und dann zieht man dieses Wattepad auseinander und legt es auf die geschlossenen Augen und lässt es dann so 10 Minuten einwirken, ja. Effekt gleich null. Also ich glaube, man muss es wirklich über längere Zeit, 2 bis 3 Mal die Woche anwenden, um da wirklich einen Effekt zu haben. Generell, nein, bin ich da auch jetzt nicht der Typ dafür, der die Muße hat, sich mit geschlossenen Augen irgendwo hinzuflezen. Und nee, das ist nicht meins, dann nee. Nee, 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 ich bin da einfach nicht der Typ dafür, ganz einfach. Genauso wie für dieses Gesichtsdampfbad, wo man sich befeuchten lässt und bedampfen lässt, ja. Dann, was war eigentlich relativ noch gut, was benutze ich aber zurzeit eigentlich weniger, ja? Ist das Dr. Hauschka Tönungsfluid? Ja, ich weiß nicht, warum sie nicht fokussiert. Keine Ahnung, Schrottkamera, ja. Das ist die natürlich transparente Tönungspflege. Das ist im Endeffekt, sieht das so aus, ja. Ist derbe flüssig, ja. Ihr müsst es aber mit einem Pumpstoß entweder dem Gesichtsöl, der Gesichtsmilch, dann oder einer anderen Creme halt einfach vermischen. Und dann ergibt es wie so ein Bronzing-Effekt, ja, der doch recht natürlich aussieht. Aber ihr solltet es wirklich vermischen mit einem anderen Ding. Ja, wie sieht das denn aus? Weil es sonst einfach aussieht, als hättet ihr irgendwie Selbstbräuner benutzt und wärt im Badezimmer ausgerutscht, ja, also voll fleckig und so. Aber vom Effekt her, ja, muss ich sagen, ja, doch, eine leichte Bräune ist auf jeden Fall da für zum Beispiel Tage, wo man mal keine wirkliche Lust hat auf Make-up oder ich kann das ja eh nicht ab, wenn Leute irgendwie so derbe, maskenhaft irgendwie rumlaufen, weil es sehr natürlich ist, es hat einen recht angenehmen Duft. Was da jetzt drin ist, was ist da drin? Wasser. Wie immer. Olivenöl, Alk, Auszüge aus Mundgelee und Zaubernuss, Lecithin, Bienenwachs, ätherische Öle, Fettalkohole, Alginat, Erdnussöl, Chlorophyll und Eisenoxide, ja. Kostet 19,95. Ob man das wirklich investieren will? Nein. Nein. Also ich glaube, da gibt es andere, bessere Produkte, die. Ich glaube, ja, für einen extrem heißen Sommer oder wenn man mal wirklich die Haut atmen lassen will, ist es wirklich ein gutes Produkt. Ne? Aber so 19, 20 €, ey Leute, ey, nee, tut mir leid. Also, und nee. Dann, was habe ich noch? Ach ja, derbe viele Proben, ja, unter anderem dieses von der Hautberuhigungsmaske bei Rötungen zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, was die kostet. Die kann man entweder ganz normal als Maske auftragen, ne, 10 bis 15 Minuten einwirken lassen, oder man tut sie ganz, ganz dünn unter die Tagespflege auftragen. Bei mir ist es sogar noch versiegelt. Also, wer es haben will, meldet euch. Ja.
werde ich auch, glaube ich, nicht benutzen. Also da muss ich, gerade bei diesen Dr. Hauschka Sachen, im Dezember habe ich das benutzt, als gäbe es kein Morgen mehr, ja, als wäre mein ganzes Leben davon abhängig, von diesem Doktor. Aber jetzt so, nein, na verpiss dich, ja, also ich brauche dich nicht, Dr. Hauschka. Dann, eines meiner Weihnachtsgeschenke, weil natürlich meine ganze Family wusste, wie verrückt ich bin mit Dr. Hauschka, hat mir jemand die Hautkur geschenkt von Dr. Hauschka, die normalisierende Intensivpflege für die Nacht. Ja? Und zwar ist da drin Rosenöl, Eibischblätter, Extrakt, Aloe Vera, Priophyllum, Wundklee, Sonnenblume, Madonnenlilie, Rosenblüten, Zaubernuss, Klimmer. Was ist Klimmer? Schimmerklimmer? Hä? Ja? Weißelsaft, Frühjahrsblütenhonig, what the? Silber, boah, ja, wahrscheinlich ist es deswegen so derbe teuer, weil ich glaube, das kostet 39,95, bin mir da nicht ganz sicher, weil ich es geschenkt bekommen habe und ich hatte auch nicht die Lust und die Zeit, es nachzugucken. Auf jeden Fall soll man halt für jedes Lebensjahrzehnt sollte man eine Dr. Hauschka-Kur im Jahr machen. Das heißt, ich bin jetzt 26, also sollte ich 2,5 Kuren ungefähr im Jahr machen. Aber Leute, ganz ehrlich, das ist meine erste und auch die letzte, glaube ich. Weil, ob es jetzt wirklich einen Effekt hat, ist wirklich schwer abzuschätzen. Ne? Also, wenn man das öffnet, es öffnet sich dann so wie so ein Reiseköfferchen, ja. Also, so, es sieht schon schick aus, muss man echt sagen. Und zum Vorschein kommen dann so Ampullen, die mit dieser Flüssigkeit gefüllt sind. Ne? Also, das ist im Endeffekt Wasser mit diesen Essenzen drin. Und abends, wenn man sich gewaschen hat, ne, also wenn man jetzt stur nach Dr. Hauschka lebt, ja, tut man sich, also zuerst tut man sich das Make-up mit dieser Reinigungsmilch runterholen, dann tut man die Gesichtswaschcreme anwenden und dann benutzt man anstelle dieses Gesichtstonikums diese Hautkur. Ja, ich habe jetzt die ganz normale Hautkur. Es gibt auch Hautkuren für unreine Haut unter 20 oder unreine Haut ab 25. Keine Ahnung mehr. Ja, ich bin auch aus dem Thema jetzt langsam raus. Und das ist dann so eine kleine Ampulle, ne? Und die tut man dann einfach hier so ab. Also ich würde euch schon empfehlen, ein Papier dazwischen. Ich kann das, ne? Aber ich weiß jetzt nicht, wie ungeschickt ihr vielleicht euch anstellt und ihr euch gleich die halben Adern aufschlitzt, ja? Weil das ist ganz schön scharf, muss ich echt sagen, ne? Also zuerst klopfe ich hier so lange, bis die Flüssigkeit unten ist oder einfach auf ein kleines, ja, auf euren Badezimmerschrank oder so, diese, dass sich diese ganze Flüssigkeit von oben hier runterläuft natürlich. Ne? Dann macht man das ab und dann tut man das alles in die Handinnenfläche. Also so habe ich es gemacht. Ja, und dann tut man das verreiben und tut es dann auf dem Gesicht auftupfen, ja. Und der Effekt soll sein, kurmäßige Nachtpflege für jede Haut. Dr. Hauschka Hautkur unterstützt bei vorzeitiger Fältchenbildung. Habe ich mir auch gedacht, tolles Geschenk, vorzeitige Fältchenbildung. Na danke. Fördert die Regeneration und normalisiert alle Hautbilder. Also Dr. Hauschka sagt ja eigentlich auch, dass man diese Hautkur anwenden sollte, um vollkommen nach Dr. Hauschka leben zu können. Ja. Ja. Okay, also ich benutze sie jetzt noch, bis sie leer ist. Na, ich habe auch schon ein bisschen was, zwei dieser Stockwerke sind schon weg. 5 Stockwerke sind es insgesamt. Das sind, glaube ich, 50 Ampullen mit jeweils 1 Milliliter. Der Duft ist gut, muss man wirklich sagen. Die Konsistenz ist wie Wasser. Pflegewirkung, weiß ich nicht. Ich glaube, das kann man schwer selber beurteilen. Ich glaube, man, das würde dann eher auffallen wie, wenn man es anwenden würde, man trifft jemanden am Tag, wo man es anwendet, also bevor man es anfängt anzuwenden und nach 50 Tagen trifft man sich wieder und sagt dann, oh mein Gott, ist da jetzt eine kaputt? Nee. Und dann trifft man sich wieder und der andere sagt, boah, das sieht ja derbe neu geboren aus, ja. Und dann würde ich sagen, okay, die Kur hat einen Effekt, aber bevor da jemand so auf mich zukommt, vergehen wahrscheinlich eher noch ein paar Lichtjahre. Weil das glaube ich doch nicht. Okay, na gut, jetzt mache ich das Ganze wieder zu. Wie gesagt, zurzeit benutze ich eigentlich echt nur noch abends dann die Hautkurne-Ampulle und mit Dr. Hauschka bin ich, ehrlich gesagt, durch. Ja, weil die Sachen sind auch einfach derbe teuer und
Vom Kosten-Nutzen-Faktor weiß ich nicht. Hat mich bisher wirklich nur das Lippenkosmetikum überzeugt und das Tönungsfluid. Das Gesichtstonikum Spezial verwende ich persönlich jetzt zurzeit nur noch als Aftershave. Ja, einfach 10 oder je nachdem 5 bis 10 Pumpstöße in die Handinnenfläche, Aftershave übers ganze Gesicht und dann ist die Haut geklärt und tonisiert und bla. Okay, weiter geht's in meinem nächsten Video. Ciao!